Die mit Abstand beste Folge der Staffel bisher. Michelle ist da. Ey, ich schwöre, ich hab eine Gänsehaut. Boah, guck dir das mal an. Bestechende Logik. Guck mir ihn an, du hast den Zweck, mir anzugucken. Wenn du mich anguckst. Ja, weil ich auslache. Wenn du weißt, dass ich dich angucke, dann weißt du, dass du mich angeguckt hast. Und Michelle hat eine richtig böse Mission. Ich bin hergekommen, um ihn zu provozieren, um ihn zu ärgern, um ihm weh zu tun, weil das Einzige, was er verdient hat. All das und noch einiges mehr gibt's in dieser wundervollen neuen Folge von Ex on the Beach 2022. Dem Format, das mir wirklich echt richtig viel Spaß macht und das ich genau deswegen wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Halt, stopp! Genau, denn endlich gibt's bei mir auch mal ein Gewinnspiel zusammen mit Instant Gaming. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung und räumt ein Spiel eurer Wahl ab. Und auch wer nicht gewinnt, kriegt da die günstigsten Spiele. Nadine Erdbeerkäse wäre auch begeistert. Und hier ist mein Mann seine Lieblingsecke, wo der immer an Laptop spielt. Ganz am Anfang die übliche kleine Erinnerung, wenn du die ganzen Folgen gucken willst, kannst du das immer bei RTL Plus. Und das ist immer einer der ersten Links in meiner Videobeschreibung. Und nochmal eine kleine Erinnerung, denn am Ende der letzten Folge ist ja Michelle, also Gigis Ex, an den Strand gespült worden. Ja, und das erste Aufeinandertreffen von den beiden ist schon mal absolut wundervoll. Schön, dich zu sehen. Oh mein Gott, halt die Schnauze. Oh mein Gott, bist du peinlich. Oh, ich glaube, das wird auf jeden Fall richtig schön. Aber du sag mal, Gigi, Michelle hat am Ende der letzten Folge auch gesagt, du hättest sie quasi für diese Sendung verkauft, wenn man so möchte. Stimmt das denn eigentlich? Letztes Mal Kontakt, da hat von mir Michelle gesagt, entweder ich oder die Show. Und ich habe mich gegen sie entschieden. Okay, wobei man, glaube ich, streng genommen sagen muss, dass Gigi sich nicht so sehr für die Show, sondern eher für die Gage entschieden hat. Und da würde mich persönlich sehr interessieren, wie viel das dann wohl war. Aber ich würde jetzt einfach mal so schätzen, so 40.000, 50.000 Euro. Naja, aber für Gigi auf jeden Fall genug. Michelle ist aber jedenfalls immer noch sehr wütend. Glaub mich, werde ich zerbrechen. Ich werde ein Herz zerbrechen. Krasse Ansage, aber ich bin ganz ehrlich, ich kann Michelle eigentlich auch verstehen. Gigi hingegen natürlich nicht, denn der ist natürlich das weiße Lämpchen der Unschuld. Also zumindest in seiner eigenen kleinen Dimension. Immer wenn sie nicht bei mir ist, vergesse ich immer, was ein böser Mensch eigentlich Michelle ist. Ansonsten hatte Gigi aber erstaunlich wenig zu sagen und es gab auch keine ganz tolle Analyse der Gesamtsituation von ihm. Na, wie kommt das denn bloß? Man kennt mich nicht so sprachlos, ha? Huh? Ja. Irgendwann findet Gigi die Sprache dann aber doch wieder und das nutzt er dann auch gleich mal, um Michelle quasi ein paar Vorwürfe zu machen. Und dann macht sie ihm Vorwürfe und dann macht er ihr wieder Vorwürfe wegen der Vorwürfe. Nur weil du nicht weißt, was du wolltest. Ah, stimmt. Du bist ja der, der heimlich Club geht. Haben sich lange Lapdance geben lassen. Naja, aber normalerweise kann man ja sagen, selbst wenn man sich überhaupt nicht leiden kann, wenn man sich dann länger wieder unterhält, wird es ja normalerweise immer so ein kleines bisschen besser und angenehmer. Bei den beiden dreht sich die Eskalationsspirale aber definitiv mit Warp 9. Für die Nicht-Trackies, das ist ziemlich schnell. Halt die Schnauze! Weil du nicht weißt, was du willst. Weil ich Freundin besuchen gegangen bin, ja? Genau, aber du hast dich gegen mich entschieden, weil du Freundin besuchen gegangen bist. Du hast zu mir gesagt, du kannst dich mit der Vergangenheit abschließen. Zwischen uns wird eh nie was. Ah, und was hast du zu mir gesagt? Du hast alles dafür, dass es wieder gut wird. Ja, man merkt schon, Michelle teilt sehr stark aus und dann ist sie mal diejenige, die eine wundervolle Analyse nicht nur von der Situation, sondern auch von Gigi abgibt. Und irgendwie hat sie ja auch einfach recht, ne? Weil du ein fucking Lappen bist. Yeah, du bist ekelhaft, du bist ekelhaft. Ich kann auf dich drauf kotzen. Huiuiui, also ich will nicht wirklich wissen, wie es bei denen zu Hause so abgegangen ist, aber egal. Michelle hat dann aber trotzdem was Positives über Gigi gesagt, nämlich, dass er in der Zukunft bestimmt ein ganz guter Typ wird. Dauert halt nur doch noch ziemlich lange. Ich glaube, Gigi braucht noch so 10 Jahre, 20 Jahre, um zu reifen. Dann ist er vielleicht bereit für eine Beziehung, aber dann werde ich schon an einen viel besseren vergeben sein. Dann gab es aber mal wieder das schrecklichste Geräusch im deutschen Fernsehen, nämlich... Und die Nachricht, die Romina dann vorgelesen hat, die hatte es wirklich in sich. Bevor die anderen Männer Michelle kennenlernen, hast du noch einmal Zeit mit Michelle alleine. Oh, wie schön. Dann hat Gigi ja zum Beispiel auch nochmal die Gelegenheit, Michelle zu erzählen, dass er ja in seiner Zeit bei Ex on the Beach, jetzt sagen wir auch mal, mit den Frauen nicht unbedingt untätig war. Und wenn Michelle dann auf die Frauen ähnlich wütend wird wie auf Gigi, dann haben die, glaube ich, nicht völlig zu Unrecht Angst. Ich glaube, ich bin am Arsch. Vor allem, wenn sie erfährt, mit wem er im Sexroom war. Eine Sache muss man Gigi aber immerhin lassen, denn er spricht über seine Zeit in selbigem Raum mit Michelle. Und nutzt das dann gleichzeitig, um ihr nochmal klarzumachen, dass er das nur getan hat, weil er sie noch so liebt. Und ich glaube, das ergibt nicht mal in seiner eigenen kleinen Dimension Sinn, aber er hat es trotzdem gesagt. Alles, was ich hier gemacht habe, ist, weil ich wollte, dass du es siehst und dann kannst du von mir weggehen.
Hey, ich hab viel Scheiße gemacht. Ja, der Arme. Und außerdem hat er Michelle halt einfach nie vergessen können, egal wo sein kleines Cocktailwürstchen gerade so drin war. Und das wiederum kann Michelle dann sogar doch noch verstehen. Und das muss man ja generell mal sagen, also Selbstvertrauen hat die in den vergangenen Formaten schon ganz schön zugelegt, oder? Soweit ich mich vergessen kann, ich meine, look at me. Ist ja ganz klar. Man merkte dann aber schon, dass Michelle das, was Gigi gesagt hat, schon ein bisschen beschäftigt hat. Und deswegen wollte sie sicherheitshalber auch nochmal nachfragen, was und vor allen Dingen wie oft denn da jetzt was passiert ist. Und interessant, in welchen Zahlendimensionen sie da schon denkt. Wie viel hast du schon versucht zu ballern? 10, 12? Ich hätte jeden Tag Sex haben können, habe ich nicht. Ja. Ich habe einmal hier schon Sex gehabt. Ja, schön für dich. Romina und Maria waren dann in der Zwischenzeit übrigens vom Strand zurückgekommen. Was auch kein Wunder ist, weil der ist, glaube ich, direkt vor dem Haus und man geht da einfach nur 30 Sekunden. Aber die haben dann natürlich auch erzählt, wer jetzt eigentlich angekommen ist. Und die Reaktionen waren durchaus angemessen, würde ich mal sagen. Und ich finde es immer noch komisch, dass da im Hintergrund ganz viele Blumentöpfe sind, die so aussehen, als hätte die jemand mit Pappmaché beklebt. Aber ich weiß, das habe ich schon mal gesagt. Michelle ist da. Ich schwöre, ich habe eine Gänsehaut. Boah, guck dir das mal an. Und wir erinnern uns, Gigi und Michelle haben ja eigentlich die ganze Zeit am Strand wirklich nur krass gestritten. Aber Romina ist sich trotzdem sicher, da ist noch Liebe. Ich glaube, analysieren kann sie ähnlich gut wie grammatisch richtige Sätze sprechen. Da ist eventuell noch so ein winziger Chance. Na gut, auf jeden Fall ist ein winziger Chance dafür, dass sich Gigi und Michelle über wirklich komische Sachen streiten können. Aber was gucken die sich halt auch gegenseitig an, diese Schweine? Guck mal ihn an. Wenn du mich anguckst, ja, weil ich auslache. Wenn du weißt, dass ich dich angucke, dann weißt du, dass du mich angeguckt hast. Genau, und außerdem denkt Gigi, dass er denkt, dass Michelle denkt, dass er denken kann, obwohl er gar nicht so gut denken kann, wie Michelle denkt, denkt er zumindest selbst. Hat das jetzt noch Sinn ergeben? Egal, das Date zwischen den beiden ist dann auf jeden Fall auch schon wieder vorbei und Gigi hält dann einfach eine Ansprache, als er und Michelle zurückkommen. Jeder soll sie kennenlernen. Aber wenn ich sehe, jemand will mit der flirten oder irgendwas, in meiner Gegenwart. Ja, mehr will ich, ihr wisst ja, was ich meine. Hä? Gigi, ich weiß jetzt nicht, ob dir das so ganz klar ist, aber Michelle ist ein freier Mensch und vielleicht möchte sie ja mit irgendjemandem flirten. Aber egal, er macht nochmal deutlich, sollte das passieren, wird er zum Gigi-Werwolf. Und die Vorstellung von einem Wolf mit so viel Haargel, wie Gigi das durchschnittlicherweise benutzt, ist schon ganz spannend. Wenn Männer mit Michelle flirten, dann werde ich ein Mensch, den ich nicht sein will eigentlich. Nun kann man ja aus Gigis Ansprache allerdings logisch eine Sache ableiten und das tut Cedric dann auch gleich mal. Und die Stimmung zwischen ihm und Gigi, die ist wirklich schon wieder ausgezeichnet, muss ich sagen. Hä? Also ist noch Interesse. Was glaubst du jetzt? Natürlich ist da Interesse. Du bist ein Fischer. Ah, dann hat auch Tizi gecheckt. Also Gigi würde Michelle eigentlich gerne zurückhaben und zum Glück ist er ja der Meister der Pläne. Also nein, eigentlich überhaupt nicht, aber er denkt es immerhin von sich selbst. Ich werde mein Bestes tun, das Ganze hier zu koordinieren. Werde ich gucken, dass sie nicht mit den falschen Leuten hier spricht, Michelle. Genau, und das wird gleich noch sehr, sehr spannend. Aber dann hat sich vorerst wieder einmal das schlimmste Geräusch im deutschen Fernsehen gemeldet, nämlich... Und die Nachricht hat dann auch für einigen Wirbel gesorgt. Aus Ex on the Beach habt ihr Bro on the Beach gemacht. Deshalb muss einer von euch jetzt gehen. JJ oder Romina? Die Gruppe entscheidet. Oh nein, entweder JJ, der schon seit mehreren Folgen eigentlich keine große Rolle mehr gespielt hat, oder Romina, die eigentlich noch nie irgendeine besondere Rolle gespielt hat. Darüber wurde dann jedenfalls abgestimmt mit einem, da bin ich ehrlich, für mich relativ überraschendem Ergebnis. Wir zählen nach. 3. 6. 7. Das ist ein Messer zu viel in JJs Rücken. Er ist raus. Oh nein, damit ist JJ wirklich raus und das war natürlich gerade für seine männlichen Kollegen ein wirklich ganz schlimmer Schlag, weil er die anderen ja immer so toll getröstet hat, indem er ihnen meistens nur erzählt hat, dass sie ja gut aussehen und Tattoos haben. Einige andere, wie zum Beispiel Jill hingegen, waren da jetzt nicht ganz so traurig. Jeder kann es drauf spielen. Ja, die tun aber gerade alle so, als wäre jemand gestorben. Das ist auch ein bisschen übertrieben, sorry. Naja gut, ich meine, sendezeittechnisch ist er ja eigentlich jetzt aber auch irgendwie gestorben. Aber egal, er war dann jedenfalls weg und am Abend wurde natürlich trotzdem eine wundervolle Party gefeiert. Gerade das, was Kamil anhat, hat mir übrigens sehr gut gefallen. Und eigentlich wäre das ja die perfekte Gelegenheit dafür, dass Michelle jetzt ein paar von den Männern besser kennenlernt, aber irgendwie ist es dazu nicht gekommen. Keiner traut sich wirklich, mit mir zu reden oder so. Ich habe gemerkt,
Der Einzige, der so ein bisschen sich was getraut hat, war der Sebastian. Lange hat sich Sebastian das aber nicht getraut, denn bei Gigi merkte man ganz deutlich, dass der Haargel-Wolf immer stärker wurde. Und ich frage mich immer ehrlich, warum wirklich alle Angst vor Gigi haben, aber es war halt so. Ich werde den Gigi, den ich nicht sein will, wenn Männer mit der irgendwie flirten und quatschen. Ich will das nicht machen, ich will das nicht sein. Naja, und da Michelle jetzt ja während der Party sowieso eigentlich keine andere Gelegenheit hat. Naja, und weil Michelle dann ja während der Party eh in dem Sinne nichts zu tun hat, hat sie dann natürlich noch mal ein bisschen über sich und Gigi nachgedacht und tief in sich selbst hineingehorcht, ob da vielleicht doch noch etwas ist. Klar ist es dann noch Gefühle da, auch meinerseits, auch gerade wenn ich ihn wieder sehe und wenn er wieder die Nähe sucht. Oh Mann, Michelle, ich kann das ja sogar irgendwie verstehen, aber ihr habt euch doch schon ungefähr 17.000 Mal getrennt, weil ihr euch dann sofort wieder hasst. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Bitte, sprich dir jetzt ein Mantra vor, damit das nicht nochmal passiert. Okay, Michelle, nicht schwach werden, nicht schwach werden. Er ist ein ekelhaftes Schwein, vergiss es nicht. Allerdings ist natürlich nicht nur Gigi ein ekelhaftes Schwein, sondern auch Tizi. Nein, eigentlich stimmt das gar nicht, aber egal, es hat gut gepasst. Tizi hat dann jedenfalls aber versucht, Michelle schon mal so ein bisschen vorzubereiten, dass da vielleicht doch noch was geht. Wingman kann er immerhin. Dieser Typ da hat Fehler gemacht. Wir haben ihn therapiert. Du liebst diese Frau. Und endlich hat er es zugegeben. Ja, und dass er wirklich noch was für Michelle empfindet, das merkte man ja nicht zuletzt daran, dass er Marias Nuancen, die ganz gerne noch mal mit ihm in diesem ganz bestimmten Raum gegangen wäre, dann auch eisenhart geblockt hat. Denn rumzumachen, wenn Michelle noch nicht in der Sendung ist und das nur im Fernsehen sehen muss, das ist okay. Aber wenn sie dabei ist, dann ist doch irgendwie zu viel für ihn. Geht's dir gut, Schatz? Ja. Du hast mich heute gar nicht schon am Abend. Ja. Security. Security. Egal, was du jetzt versuchst, ich werde nichts machen. Für mich ist Cut. Also, ich habe damit abgeschlossen, was zwischen uns passiert ist. Okay, wenn du cool sein wirst. Tizi war dann übrigens immer noch dabei, Michelle so zu bearbeiten, als wäre sie Knete und er versucht verzweifelt, den Eiffelturm aus ihr zu bauen. Was? Eine wilde Vorstellung von mir. Ist das Ding zu oder nicht? Genau, danke. Yes. Er liebt dich. Ja, das Ding ist, Liebe reicht am Ende nicht aus, wenn ja, alles andere scheiße richtig ist. Da hat Michelle allerdings recht. Aber ich glaube, bei Tizi ist das intellektuell nicht so ganz angekommen. Der war sich sicher, jetzt ist für Gigi der perfekte Moment. Ich habe den Salat vorbereitet. Ich habe gesehen, diese Augen. Ach so, Tizi hat also den Salat vorbereitet und Gigi muss jetzt nur noch das Dressing dazu steuern oder was? Oh Gott, ich will mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber dazu ist es dann eh erstmal nicht gekommen, weil in der Zwischenzeit ist Maria, die ja gerade abgelehnt wurde, mal zu Michelle gegangen und dachte, sie erzählt ihr mal was, die kleine Schlange. Entweder ich sage es dir oder du siehst es irgendwann mal sowieso. Aber wir beide waren jetzt so voll auf... So voll so Kuschel und so Scheiß. Weißt du, was ich meine? Nein, Maria, da du andauernd irgendwelche Wörter erfindest und deine Grammatik keinen Sinn macht, hat, glaube ich, niemand verstanden, wovon du redest. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher werden? Und wir waren auch die Ersten, die in den Sexroom gegangen. Aber ich habe keinen Sex mit ihnen gehabt. Ich habe eh meine Tage. Aber hab ich irgendwie Sex gehabt hier schon? Ich nicht. Nein, ich nicht. Nein, denn Maria offenbart, dass Gigi ja schon was mit Roma gehabt hat. Wobei das doch gar nicht stimmt. Oder habe ich irgendwann mal was verpasst? Aber egal, Michelle wusste es sowieso nicht besser und war deswegen dann auch einfach sauer. Ich finde es halt schon ein bisschen unehrlich und auch ein bisschen fake, wenn man mir so in die Presse lacht und aber mir nicht ins Gesicht sagen kann, hey du, ich hatte hier was mit Gigi. Gigi hat dann natürlich mitbekommen, dass Michelle und Maria miteinander gesprochen haben und wollte sofort Dinge klarstellen. Und ich muss jetzt ja ganz persönlich an der Stelle mal sagen, ich mag Maria jetzt auch nicht unbedingt und finde ihre Taktik auch ein bisschen komisch, aber ich finde es immer noch lustig, dass sich Gigi über Leute aufregt, die im Prinzip genau das gleiche machen wie er selbst. Was hat sie gesagt? Junge! Dieses Mädchen ist komplett unbesonnen und verknallt in mich. Ja, genau. Die hat gerade die Tür zugemacht und hat gesagt, fick mich, nimm mich. Ich so, nein, geh mal weg. Michelle jedenfalls hat das Ganze dann analysiert und das muss man ihr lassen. Sie ist auf jeden Fall, glaube ich, eine der intelligenteren Kandidaten und deswegen hat sie auch etwas sehr, sehr Wahres daraus geschlossen. Es wäre sehr schön, wenn sich jetzt alle daran halten würden. Meine Sache mit dem, was du was hast, ist meine Sache mit dem, was ich was hab. Punkt. Da hat sie auf jeden Fall recht und ich glaube, das würde jeder Mensch im ganzen Universum genauso sehen, außer Gigi natürlich. Und auch hier muss ich sagen, ich mag Gigi eigentlich, aber das, was er als nächstes sagt, und das muss ich jetzt wirklich mal so deutlich sagen,
das geht für mich überhaupt nicht. Guck mal, was du sagst. Wenn du hier irgendwas machst und mich irgendwie ekelst in meiner Gegenwart, dann bin ich weg. Ich gehe nach Hause, ich pack meine Ecke. Ja, okay. Wir schauen. Boah, Gigi, weiß ich nicht. So Drohung, Schrägstrich, emotionale Erpressung muss in so einer Situation überhaupt nicht sein. Aber wie auch immer. Maria saß da übrigens ja auch immer noch und die ist wirklich sehr, sehr gut darin, Feuer mit brennendem Fett zu löschen. Und das hat sie dann natürlich auch gleich mal getan. Aber willst du sie zurück? Natürlich. Ja, aber wieso machst du mit anderen rum, wenn du hier bist? Maria, reg mich jetzt nicht auf. Du Dummkopf. Kleines Dummkopf, du. Naja, aber Maria hat einen Punkt, ne? Und man merkte auch, dass Michelle das eigentlich ganz gut gefällt, dass Gigi es jetzt von allen Seiten so ein kleines bisschen bekommt. Wir erinnern uns, sie hat ja eine Mission. Ich bin hergekommen, um ihn zu provozieren, um ihn zu ärgern, um ihm weh zu tun, weil das Einzige, was er verdient hat. Naja, aber ich glaube, das mit dem Wehtun, das hat Gigi dann in der Folge selbst getan. Denn hier ist er endlich, der Haargel-Werwolf. Auf jetzt. Dann wurde es noch ein kleines bisschen konfus, denn Layla, die ja wirklich auch überhaupt nicht mehr vorkommt, oder? Und Roma sind dann noch mal auf Maria los, weil die sich beide Sorgen um den armen Gigi gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, warum die sich immer überall einmischen müssen, ehrlich gesagt. Warum fängst du an, ihr irgendwelche Sachen zu erzählen? Das ist Gigi seine Aufgabe. Warum mischst du dich überhaupt an in die Beziehung? Warum mischt ihr euch jetzt gerade Warum mischt ihr euch jetzt ein? Genau, denn wenn überhaupt, geht das zwischen Maria und Gigi nur Maria und Gigi was an. Und die haben dann auch versucht, das zu klären, indem sie sich ganz laut gegenseitig anschreien. Aber du hast doch keine Ahnung, was da bei mir. Wenn ich an meinen Liebe, dann mach ich das doch nicht. Ja? Dann war dieser Tag, glücklicherweise muss man sagen, jetzt aber erst einmal vorbei. Und Michelle musste sich jetzt natürlich nur einen Schlafplatz suchen. Naja, neben Gigi war es nicht. Michelle hat sich heute zu Sebastian gelegt. Könnte man auch ein kleines bisschen als Rache werden, aber kein Problem. Denn auch Gigi hat sich eine heiße Nebenschläferin gesucht, nämlich Tizi, der ihn nochmal ganz doll getröstet hat. Ich hoffe, mit den Händen über der Bettdecke. Das kriegen wir schon, okay. Du kriegst deine Frau. Keine Frau wird dich hier wegnehmen, versprochen. Keine Frau. Wir schaffen es, okay. Dann war aber der nächste Morgen und manchmal ist es ja so, dass wenn man geschlafen hat, einfach alles ein kleines bisschen anders aussieht. Gigi ist dann jedenfalls nochmal zu Michelle gegangen und hat ihr etwas eigentlich Schönes gesagt. Ich liebe dich, fertig, aus. Ich bin verliebt in dich wie ein kleines Baby, fertig, kann ich. Na gut, wir erinnern uns ja, aber vor einiger Zeit hat Michelle, und damit hat sie auch durchaus recht, durchaus gesagt, manchmal reicht Liebe nicht, wenn alles andere scheiße ist. Und das hat sie jetzt quasi nochmal anders wiederholt. Du weißt, wie oft du das schon gesagt hast, gell? Was? Jetzt hast du es gecheckt. Jetzt wirst du mir nie wieder wehtun. Und es war immer wieder das Gleiche. Noch möchte Gigi allerdings nicht aufgeben und verwendet deswegen noch einmal eine Ansprache, gepaart mit ein bisschen emotionaler Erpressung. Irgendwie süß und gleichzeitig auch ganz schön toxisch. Okay, wenn du mir sagst, Gigi, nein, du willst nie wieder, ich verspreche dich, komm nie wieder gerannt zu dir. Außer du gibst mir die Chance. Und das war's dann leider auch schon wieder für diese Folge. Oh Gott, aber ich bin jetzt schon sehr gespannt auf die nächste. In der übrigens noch ein neuer männlicher sexy Kandidat kommt. Hey Leute, was habt ihr mir hier reingeschickt? Das hat gerade wow gemacht. Ich will den haben. Den Jill natürlich auch wieder super findet. Aus Prinzip. Für mich gibt's eigentlich nie Konkurrenz. Ich krieg immer, was ich will. Wenn du das nicht verpassen willst, würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn du kostenlos meinen Kanal abonnierst. Und du hast es vorhin schon im Intro gesehen. Du kannst auch in diesem Monat wieder bei mir und Instant Gaming was gewinnen. Und zwar ein Spiel deiner Wahl auf einer Plattform deiner Wahl. Das ist heute wieder einer der ersten Links in der Videobeschreibung. Generell gilt, wenn du Videospiele oder Computerspiele kaufst, dann auf jeden Fall bei Instant Gaming und natürlich vorher auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken. Dann ist es besonders gut für dich. Und für mich. Aber all das musst du jetzt sowieso wieder tun, denn sonst kommt auch bald dein oder deine Ex, um dich zu zerstören.